Das Samsung Galaxy S10 hat den Labortest überstanden. Hier sind die Ergebnisse. Spannend sind vor allem die Messwerte zu Kamera, Akkulaufzeit und Displayqualität. Und wie gut funktioniert der neue Fingerscanner? Mit dem S10 setzt Samsung auf ein noch spektakuläreres Design als bei den Vorgängern. Der Gehäuserahmen schmilzt weiter auf wenige Millimeter. Das Display wächst in der Länge von 5,8 auf 6,1 Zoll. In so einem schmalen Rahmen ist da eigentlich kein Platz mehr für die Frontkamera. Aber wohin damit? Samsungs Lösung ist ein kleines Loch im Display, durch das die Kamera hindurch fotografiert. Im Vergleich zu Apples Notch ist diese Öffnung wesentlich platzsparender. Ärgerlich ist aber, dass bislang viele Apps gar nicht die volle Displayhöhe ausnutzen. Netflix-Filme zum Beispiel schaut man in der App zwar in HDR, aber immer noch mit dicken schwarzen Balken. Bei der Helligkeit legt das Galaxy S10 selbst gegenüber dem exzellenten S9 noch eine Schippe drauf. Bei der Farbtreue liegt es praktisch exakt auf dem Niveau des iPhone XS. Drei Kameras nebeneinander. Für viele Nutzer dürfte dieses Ensemble die wichtigste Neuerung des Galaxy S10 darstellen. Anders als in den Vorjahren gibt es bei diesen keinen Unterschied zur S10 Plus Variante. Insgesamt deckt das S10 mit seinen Kameras einen Brennweitenbereich von 13 bis 52 mm ab. Vor allem die Ultraweitwinkelkamera beeindruckt, war so bislang in der S-Klasse noch nicht zu bekommen. Auch die Fotoqualität ist deutlich besser als etwa beim Galaxy A7. Im Test bei Tageslicht überzeugten die detailreichen Bilder, genauso wie beim großen S10 Plus. Eine Enttäuschung war allerdings das Fotografieren bei wenig Licht ohne Blitz. Bei genauerem Hinsehen fehlte es im Vergleich zum S10 Plus deutlich an Schärfe und Details. Spielereien wie Tiefenschärfeeffekte stehen auch für die Frontkamera zur Verfügung, die übrigens erstmals auch knackscharfe Videos in 4K aufnimmt. Der Kamerasoftware gelingt das Trennen des Hintergrunds vom Vordergrund auch ohne zweite Linse recht gut. Eine Neuheit des S10 ist der unsichtbar unter dem Display versteckte Fingerabdrucksensor. Erst wenn man versucht, das S10 zu entsperren, verrät unten auf dem Display eine Markierung, wo man den Finger auflegen kann. Der Sensor arbeitet mit Ultraschall, was laut Hersteller zuverlässiger und zudem sicherer funktionieren soll. Auch Gesichtserkennung ist mit an Bord, allerdings nicht per Iris-Scan. Stattdessen gibt es nur noch eine einfache Gesichtserkennung über die Frontkamera, die sehr schnell und zuverlässig funktioniert, solange man nicht die Brille abnimmt oder sich Hals über Kopf den Vollbart abrasiert. Das Galaxy S10 und seine Schwestermodelle sind die ersten Smartphones mit dem neuen WLAN-Standard WLAN AX, welcher an entsprechenden Routern für etwa 50% höhere Datenraten sorgt. Mit einer Leistung von 3300 mAh ist der Akku 10% stärker als beim Galaxy S9. Gleichzeitig ist der verbaute Prozessor nicht nur schneller, sondern bei gleicher Leistung auch sparsamer. Mit gut 12 Stunden und 43 Minuten hält das Smartphone eine gute halbe Stunde länger durch als das S9. Wie alle Schwestermodelle kann das Galaxy S10 andere Geräte mit Strom versorgen. Aktiviert man die Funktion Wireless Power Sharing, funktioniert die Rückseite wie eine induktive Ladeschale. So kann man eben auch mal einem Freund mit einem iPhone 8 Strom spendieren oder im Hotel seine Galaxy Watch aufladen, ohne ein zweites Netzteil mit sich herumschleppen zu müssen. Das Galaxy S10 ist seit dem 8. März im Handel. Anders als das S10 Plus erscheint das Galaxy S10 nur mit Glasrückseite, die wahlweise in Weiß, Schwarz, Blau oder Grün schillert. Alle Modelle kommen mit Dual-SIM-Hybrid-Funktion. Zur Auswahl stehen zudem zwei Speichervarianten. Eine Version mit einer Preisempfehlung von 899 € und eine für 1149 €. Erfahrungsgemäß liegt der tatsächliche Preis im Laden nach einiger Zeit aber deutlich unter der Empfehlung. Das Galaxy S10 bietet ein starkes Technikpaket und ein großes Display in einem noch handlichen Gehäuseformat. Wer vom S8 oder S9 umsteigt, freut sich über die zwei Zusatzkameras, die es bislang nur in den Plus-Varianten der S-Serie gab.
Im Test beeindruckten vor allem Helligkeit, Kontrast und Farbtreue des Bildschirms. Gegenüber dem kleineren S10e ist das Galaxy S10 klar besser, vor allem dank des zusätzlichen Telezooms und des größeren Displays. Ein Nachteil des normalen S10 gegenüber dem Plus-Modell ist die kürzere Akkulaufzeit. Das Fehlen der zweiten Frontkamera dagegen fällt kaum ins Gewicht.